Die Stille, noch besser die Oase einer Stille, ist ein Ort, wo sich viele Menschen wohlfühlen, wo sie Erholung finden und Entspannung finden aus ihrem gestressten Alltag. Herzlich willkommen zu meinem Video zur Kraft der Stille. Was ist nun diese Stille? Diese Stille ist universell. Sie durchzieht das ganze Universum. Sie ist in jeder deiner Zellen. Sie ist in jedem Sandkorn. Sie ist alles durchdringend. Die Frage, die sich stellt, ist: Kannst du diese Stille nun wahrnehmen? Wenn das so ist, dann kannst du diese Stille auch wahrnehmen, wenn draußen ein Riesenlärm ist, wenn da ein LKW vorbeifährt, wenn da ein Flugzeug über dich hinwegzieht, was auch immer. Die Stille ist immer unveränderlich da. Still, wie der Name sagt. Stille wird auch als Stille hinter der Stille bezeichnet, um eben diesen Sachverhalt darzustellen, dass es nicht um die Abwesenheit von Lärm geht. Wenn du diese Stille wahrnehmen kannst, dann bist du mit dem Quantenfeld verbunden, mit dem Meer aller Möglichkeiten. Nun noch ein paar Worte zum Nutzen der Stille. Wenn du Stille erfährst, wird sich zunehmend ein tiefer und tiefer werdendes inneres Glück ausbreiten. Du wirst verstehen, wie wunderbar schön diese Stille ist, wenn du das einmal erfahren hast. Dank der Stille hast du einen besseren Zugang zu deiner Intuition und zu deiner Kreativität. Das wird deine Arbeitsweise verändern. Du kannst anderen, und ich mache jetzt ein Beispiel, und mit anderen meine ich einem Kollegen, einem Team, deinem Unternehmen, was immer es auch ist, einen Stilleraum zur Verfügung stellen. Und dieser Stilleraum hat den Effekt, dass die Problemlösung in einem besseren Flow und schneller stattfinden wird als ohne diesen Raum. Dann zu guter Letzt, wenn du in der Stille bist, wirst du dir von niemandem mehr Energie abziehen lassen. Du bleibst in deiner Balance und in deiner Kraft. Du bist echt resilient. Und zu guter Letzt komme ich noch zu einer weiteren wichtigen Eigenschaft dieser universellen Stille. Sie ist nicht nur transformierend, wie wir eben gesehen haben, sie ist auch heilend. Wenn du meditierst, dann wirst du diese Stille vielleicht am Ende der Meditation wahrnehmen können und genießen können. Gehst du in den Alltag, so wird sie in der Regel wieder verschwinden. Ziel ist es jedoch, einen Zustand zu erreichen, in dem die Stille immer da ist und die Aktivitäten parallel dazu aus der Stille laufen. Also sprechen aus der Stille, handeln aus der Stille, hören aus der Stille, was immer auch passiert. Das ist der Zustand, den wir wollen, und in diesem Zustand bringt die Stille ihren maximalen Effekt.